Far Cry 4. Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen. Ich wünsche einen beutastischen Tag zu einer weiteren Folge mit mir, eurem Philibor. Und wir haben ein neues Projekt, ein neues wunderbares Spiel in der Schusslinie. Und zwar Far Cry 4, wie ihr schon seht, im Hintergrund bzw. im Vordergrund. Ja, ich begrüße euch Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen natürlich mit der Facecam, heute mal wieder mit den fetten, dicken Ohrproppern, damit wir auch den besten Sound von diesem wundervollen Spiel einfach mal mitbekommen. Und ich habe das Spiel noch gar nicht angetestet. Ich habe eigentlich noch gar keinen Trailer gesehen. Ich habe gar nichts. Ich stürze mich einfach in das Vergnügen und möchte einfach Spaß haben gemeinsam mit euch. Wir schauen kurz mal in die Grafikeinstellung. Ich habe da, glaube ich, schon was eingestellt. Und zwar bei Qualitätseinstellungen habe ich da den Nvidia-Modus eingeschaltet. Denn wir haben ja eine Nvidia GeForce GTX 770. Und da bietet Nvidia einige noch bessere Funktionen. Und wie ihr seht, hier ist alles auf Ultra. Das heißt, wir werden das Spiel hoffentlich in den besten Einstellungen spielen, die es gibt. Und ich hoffe, das verkraftet meine Hardware auch. Sollte es eigentlich, Hardware seht ihr in der Videobeschreibung, falls es euch sehr dolle interessiert. Ich habe zurzeit noch 80 FPS, aber das ist ja auch noch im Menü, denke ich mal, Standard. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und sehen wahrscheinlich, ich werde mal ein Normalspiel spielen und ein Offline-Spiel starten. Kyrat. Aufgaben vom Typ, bla, bewaffnete Eskorte, verlangt von dir, ich konnte nichts lesen. Paul Hermann ist in Kyrat besser unter dem Namen Depleur bekannt. Okay, ich hoffe, wir werden auf jeden Fall gemeinsam ein wunderbares Abenteuer erleben. Und vielleicht kennen einige von euch das Far Cry 3 Let's Play von mir, was ich leider nicht zu Ende gespielt habe. Aber wir hatten eine Menge Spaß. Und wir werden jetzt, denke ich mal, ein Intro sehen und ich werde mein Mündchen halten. Also bis gleich. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell ein Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Hey. Dein Pass. Was ist los? Da habt ihr alle. Patna Bot. Patna. Patna mit dir. Parwa hai, to? Baad mein kya? Lekin hamari range mein hai. Maine kaha. Baad mein kya? Kuch hai? Abhi tak kuch nahi. Koi baat nahi. Baat koi baat nahi. Le lo. Chup. Mil gaya? Kuch mil gaya? Hello. Chalo, chalo. Bas se niklo. Hey, look! Scheiße!
Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Hat auch nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job. Den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen! Should I stay or should I go? Ja, das ist ja wohl eine sehr spannende Story, die wir da vor uns haben und es geht, glaube ich, gleich weiter mit dem Intro und ich freue mich auf jeden Fall. Sieht sehr gut aus, das ganze Game. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter, andererseits, sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein. Es war der verfickte goldene Pfad.
Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simmst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe. Hilfe, nutz dein Zwerchfell. Hilfe. Hilfe. Sch. Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terrorist, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabben-Rangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Ein wunderschöner Schwarzbildschirm. Okay, doch nicht. Diplos anwesend. 6500 Fuß. 1900 Meter. Erkunde Diplos anwesend. Und wir staunen schon mal die fette Grafik. Und ich glaube, ich muss die Maus nochmal kurz einstellen. Entschuldigung, Leute. Wie geht das? Allgemein, Untertitel nehmen. Maßnahmenstärke, bla bla bla. Gamepad, Tastaturmaus. Tastaturmaus. Und ich hätte gerne Umsehenempfindlichkeit ein wenig höher. Okay. Wie sieht's denn aus? Wir haben hier 38 Frames, 30 Frames, 35 Frames, 31. Okay, das geht ja noch gerade so. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Und ich muss sagen, die Grafik ist ja mal mega. Wir haben jetzt 40 Frames und ich bestaune gerade die Frameszahl und wir haben hier eine Kiste. Können wir das machen? E halten, um zu durchsuchen. Was ist das? Kyrat Dollars oder so? Ey Leute, das ist ein kranker Typ und ich find's cool, dass er die Stimme von Vaas hat aus Far Cry 3. Und ich liebe diese verrückten Gegner oder diese verrückten, psychisch kranken Feinde, die man am Ende ausschalten muss oder, ja. Aber natürlich böse, was er macht. Es ist sehr böse und wir sind die Kämpfer des Guten und deswegen werden wir wahrscheinlich uns den Rebellen anschließen, aber wir erkunden erstmal nochmal dieses wunderschöne Diplur-Anwesen und gehen mal nach unten. Oh Mann. Aber geile Grafik, Leute. Geile Grafik. Ich hoffe, ihr werdet es auch sehen können auf YouTube. Ich werde mir Mühe geben, das so zu rendern, dass es doch noch eine schöne Qualität hat. Und hier ist noch eine Kiste. Sind das Hilferufe? Sind das Schreie? Wir müssen ihn befreien. Unseren Terroristen. Er hat uns ja auch geholfen. R.E. Mamo. Ich habe keinen Bock mehr, das durchzulesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Pause drücken. Ich bin nicht so der Lesetyp. Wenn ich lesen will, dann nehme ich mir ein Buch und spiele kein Computerspiel. So. Geht es noch weiter runter? Ja, es geht noch weiter nach unten. Ich denke, das ist auch der beste Weg. Raus hier. Und ich glaube, es sind Schreie. Wir müssen ihm helfen, unserem Kompanen, der uns an der Grenze helfen wollte und ein wenig Geld in den Ausweis packte. Na, du weißt, dass es schlimmer werden kann. Oh, oh. Also lass uns mal... Ich will, oh, fuck. Dass du genau verstehst, was ich will. Also, weißt du, warum du hier bist? Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Wenn du mir einfach sagst, wer deine Freunde sind, was sie genau planen und wann es passiert, brauchen wir das nicht. AJ Gale. Mein Name ist Sabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle.
Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Nein, wir können ihn nicht zurücklassen. Ich will auch eine Waffe, Leute. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür! Ich will auch eine Waffe. AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell wie du kannst. Verstanden? Ei, ei! Captain! Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Ich will hier raus, Leute! Okay. Los geht's! Halt den Kopf unten! Oh, 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 oh! Schneller! Gut, weg hier! Weg hier! Flieh in den Truck. Okay, das haben wir geschafft. Scheiße! Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe! Nimm die! Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir! Schieß auf sie! Okay, 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 Leute! Pass auf! Stirb! Treff die doch gar nicht! Steuerung halten und heilen. Okay, erstmal Verband anlegen. Okay, den erwische nicht. Festhalten! Wow! Tot! Ja, das war's. Das Let's Play zu Ende. Das war Far Cry 4. Wir sind gestorben. Nein, Spaß. Das wäre auch mal heftig, ne? Alter, was für eine Erlebnis. AJ, wenn du mich hörst, antworte. AJ Gale, antworte bitte. AJ? Ich bin doch AJ, oder? Ich bin AJ Gale. Hallo. Kyra sei Dank. Hier ist der Ball. Wo bist du? Tot. Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Gerade auf dem also Weg. Also rüber zum Turm. Okay. Das kriegen wir hin, Alter. Leute, die Grafik ist extrem geil. Allerdings muss ich sagen, dass unsere Framerate nicht so geil ist wie bei zum Beispiel COD oder Battlefield. Wir haben jetzt gerade mal 23, 24, 25 Frames. Und ich glaube, das schreit danach, dass wir die Grafikeinstellungen doch ein wenig leider runternehmen müssen. Jetzt haben wir 30 Frames. Steuerung halten, um zu heilen, das werden wir auf jeden Fall tun. Und ich muss sagen, das Spiel ist schon mal echt cool, was den Anfang betrifft. Grundlagen des Schleichens. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken, ist sie vollständig gefüllt und blinkt, wurdest du entdeckt. Drücke T, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Drücke C, um in die Hocke zu gehen, so verminderst du deine Sichtbarkeit und verursachst weniger Geräusche beim Gehen. Escape zurück. Wow, wow, wow. Wurde ich entdeckt? Wurde entdeckt! Habe ich keine Waffe? Erreicht den Glockenturm! Ah! Okay, das war's. Das war's, Leute! Tot! 2 Minuten Spiel, tot. Tot. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe keine Pistole gehabt, oder? Halte Steuerung, um dich im Kampf selbst zu heilen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall besser machen. Ich hätte mich schon gleich verstecken sollen. Erreiche den Glockenturm. Ja, wir haben echt keine Pistole, ne? Nein, ich will nicht gefunden werden. Okay. Was? Sie suchen in den Büschen? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Grundlagen des Schleichens, das hatten wir ja schon. Ja, die wollen nur mit mir reden, klar. Ich habe Angst. Ich habe so sehr Angst, Leute. Ich bin doch... Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Ja, klar.
zeig dich. Dann ja, die sind ja richtig nett. Kann er mal hier ein bisschen näher kommen? Ich habe Lust, ihn abzumurksen. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Und tschüss. So, einen hätten wir, Leute. Und ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Hat ja schon ein wenig gedauert, vielleicht 20 Minuten oder so. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann sehen wir uns morgen in der zweiten Folge. Und da geht's dann auch gleich richtig zur Sache. Jetzt war eher die Einleitung, das Einleitungs-Intro-Video und alles. Wir haben ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen in die Story, worum es gehen wird. Und ich habe richtig viel Bock und ich werde jetzt gleich noch eine Folge dranhängen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann Däumchen nach oben. Abonniert mich, wenn es euch richtig gut gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Haut da rein, euer Philly Boy. Bleibt mir treu.